Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen auf der PlayStation 1. Ja, in der letzten Folge ist ja mal wieder so einiges passiert. Zuallererst mussten wir unsere Besenkünste unter Beweis stellen, da wir einen fliegenden Schlüssel fangen mussten, um die Tür zu öffnen. Und danach haben wir dann eine Runde Schach gespielt und das haben wir auch gemeistert. Und zum Schluss hat uns dann sogar noch ein großer, ekelhafter Troll verfolgt und ich glaube, seit diesem Moment ist es mir klar geworden, ich habe Angst vor Trollen, ich will nie wieder einen sehen. Nee, lieber nicht. Ich glaube, ich habe jetzt eine Phobie vor Trollen, seit diesem Moment. Davon werde ich mich nie wieder vollständig erholen, aber ist jetzt auch egal, denn wir haben jetzt diese Tür vor uns, die wie ihr sehen könnt, und diese Tür betreten wir jetzt. Denn wir kommen dem Stein der Weisen immer und immer näher und das, was den Stein will, dem kommen wir auch näher, also wir dürfen gespannt sein. Gehen wir mal rein. Ah, Hermine. Du musst den Becher mit dem Ritter und dem Schild wählen. Hast du das Symbol auf dem Schild gesehen? Es sieht aus wie ein Eiszaubertrank. Genau das wirst du brauchen, um durch das Feuer zu kommen. Achso, okay, Eiszauber. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso spielen wir hier Hütchen? Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Sinn? Ich meine, wir wollen uns hier ernsthaft, wir sind hier in einer ernsten Situation und dann können wir doch nicht einfach Hütchen spielen. Aber das ist dann für einen guten Zweck, um diesen Eiszauber zu bekommen. Um durch dieses Feuer zu kommen da hinten. Ich glaube, der ist hier. Ja, und jetzt kommt dieser Ritter. Nein, die muss man immer so schlagen. Also die Ritter sind ein bisschen anders. Die muss man nämlich immer schlagen und dann strecken die einen so die Brust raus und dann kann man sie treffen. So, jetzt müssen wir ihn wieder... Das greift er uns wahrscheinlich wieder an. So, und jetzt streckt er seine Brust raus und dann können wir ihn treffen. Oder auch nicht. Streckt deine Brust raus. Du sollst deine Brust rausstecken. Jetzt komm doch mal. Oh, das war nicht stark genug. Verdammt. Schlag zu. Bam. Ja, genau. Oder so. Ja, weiß nicht. Ganz optimal. Aber da ist ja auf jeden Fall der Eiszauber. Und jetzt trinken wir den mal, damit wir da durchkommen. Ja. Prima, Harry. Aber es gibt nur einen einzigen Zaubertrank. Ich fürchte, du musst alleine. Naja, das kenne ich schon. Ich werde zurückgehen und Hilfe für Ron holen. Naja, na, mach du mal. Ich bin ja schon gewohnt von euch, dass ich hier auf jeden Fall immer alles alleine machen muss. Ist klar, der große Harry Potter muss immer sich den Gefahren alleine stellen. Ist klar. Ist ein bisschen unfair jetzt, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie werden wir das meistern. So, jetzt sind wir schon in so einem Gang. Und es ist abgeschlossen. Wer hat die Tür abgeschlossen? Oh oh, ich befürchte, wir sind in großer Gefahr hier unten. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen und wachsam sein. Denn wer weiß, was hier für Gefahren sind überall. Was ist das für eine Tür? Tür öffnen, eine unbekannte Tür. Hallo? Ich habe mich schon gefragt, ob ich dich hier antreffen würde oder nicht, Potter. Du bist viel zu neugierig, um am Leben zu bleiben. Oh nein! Der schwarze maskierte Mann, a.k.a. Lord Voldemort, a.k.a. der Name, dessen Name nicht genannt werden darf. Zack. Nein. Denkst du wirklich, du kannst uns mit solchen Mitteln außer Gefecht setzen? Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Lass mich doch nicht von so einem Rittern hier umbringen. Zack. Nein. Komm, jetzt noch mehr. Och nein. Weitere Ritter. Streck die Brust raus. Streck mir deine Brust raus. Zack. Okay. Jetzt kommt der nächste Hit. Eigentlich. Da ist er. Und jetzt können wir zuschlagen. Bats. Jawoll. Und jetzt bist du dran. Ja, die sind ja nicht wirklich. Die sind ja eigentlich harmlos. Ich meine, die machen ja nicht mal was. Und man kann sie dauerhaft treffen. Oh nein, was machst du denn jetzt? Was? Was? Oh oh, ne Endboss. Wieso ist der so rot? Hilfe! Warum bist du so rot? Ah! Ach so, okay. Also, er hat so Phasen, in denen er halt so unsichtbar ist, sozusagen. Durchsichtig. Beziehungsweise, ich kann ihn dann einfach nicht treffen. Und wenn er sich dann wieder sichtbar macht, dann kann ich ihn treffen. Verstehe, ja. Das ist ja auch nicht großartig schwer. Oh, nein. Mann, ich darf mich nur nicht von ihm treffen lassen. Ich denke, das könnte wehtun, wenn ich mich von ihm treffen lassen würde. Aber das lasse ich doch nicht. Oder? Na doch, ich habe mich doch treffen lassen von ihm. Und jetzt stirb. Stirb doch. Stirb. Aua.
wollte gerade sagen, hä? Lass dich doch treffen. Oh nein, was ist jetzt los? Ha, da geht selbst der Voldemort in die Knie. Das ist zu groß für ihn. Oh mein Gott! Verdammter Potter! Aber, Meister, es war doch nicht meine Schuld. Oh mein Gott! Professor Quirrell! Ja, wer das nicht wusste, das hätte ich ja nie gedacht. Also das weiß, denke ich mal, wird jeder wissen, der dieses LP schaut, dass das Quirrell war. Und dass der Lord Voldemort auch in sich hat. Ja, das weiß, glaube ich, jeder. Erstmal ein Zaubertrank. Ah, dann haben wir wenigstens wieder Leben voll. Denn, naja, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht die Boss hier ab. Denn jetzt wird's richtig schwer. Oder eben spektakulärer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Stein der Weisen. Da ist er. Potter, gib mir den Stein. Ich weiß, dass du ihn hast. Lass mich zu ihm sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Aber Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Nein! Ich gebe dir nicht den Stein. Das ist meiner. Warum sollte ich dir den Stein geben? Das verstehe ich nicht. Die Logik kann ich nicht ganz nachvollziehen. Oh, was ist das? Oh, drücken! Was sind das für eklige Fesseln? Warum fesselst du mich? Sei doch mal fair. Ich hab nicht vor zu sterben. Was ist denn das hier? Hör auf mit deinen Fesseln. Ich glaube, ich kann diese Röhren hier, diese Säulen angreifen und dann... Brich die ein! Ja, lass dir mal neue Sprüche einfallen. Also bitte. Die ganze Zeit denselben. Das macht auch keinen Spaß. So. Jetzt stehen wir also dem großen Lord Voldemort bzw. Quirrell gegenüber. Voldemort ist so schwach. Er kann nicht mal selber kämpfen. Das ist ziemlich traurig, ich weiß. Ziemlich traurig, wa? So, jetzt geh mal wieder zu so einer Säule da. Ich möchte nicht wieder... Oh, jetzt hör auf mit deinen Fesseln. Das nervt langsam. Sag mal, bist du ja irgendwie ein bisschen... bescheuert? Sack! Spür das hier! Die schöne Säule auf dem Rücken. Ja, das geht auf dem Rücken, ne? Ja, das ist nicht ganz so toll. Ich glaube, die wiegt nicht... Die ist nicht ganz so leicht, so eine Säule. Deswegen. So. Jetzt verpasst er mir gleich wieder mit schönen Fesseln. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Fesseln. Manu, hör da mal auf. Das finde ich jetzt ziemlich blöd, dass er die ganze Zeit diese dummen Fesseln macht. Dafür kriegst du eine Säule auf den Rücken. Bam! Aber man sieht auch, dass der Balken wirklich langsam runtergeht. Also er geht langsamer runter als bei den meisten anderen Bossen. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was man bemerkt. So, jetzt hier auf die Säule. Zack! Gut. Nein! Ich sterbe nicht! Du wirst hier sterben, nicht ich. Zack, Säule! Nein. Sag mal, wer macht eigentlich immer diese Fesseln? Macht er das? Aber er bewegt doch nicht mal seinen Zauberstab. Wie geht das denn? Ich dachte, man muss immer seinen Zauberstab schwingen, um irgendeinen Spruch auszusprechen. Du willst dich mir schon noch beugen, Potter. Du kannst nicht entkommen, ich? Potter. Ich werde dich hier nicht... Ich werde dich dir nicht beugen. Wer hat, du hast dich eben tausendmal vor mir verbeugt, weil ich dir eine Säule auf den Rücken geklatscht habe. Also versuche gar nicht irgendwelche tollen Sprüche zu reißen. Und bam! Bam! Oh ja! Oh gut, so klappt das also. Ich dachte erst, ich habe das vergessen, aber so ein bisschen was habe ich doch noch in Erinnerung. So. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, diese grünen Strahlen sind nicht so gesund, wenn wir die abkriegen. Nein! Geh weg! Ah, was ist das denn?
Aua! Hör auf damit! So, jetzt steht er wieder so. Jetzt können wir den wieder aufladen und dann zack! Kriegt er wieder eine volle Ladung ins Gesicht. Aber so kann ich jetzt beispielsweise nichts machen. Weil... Ich glaube, das ist jetzt nur zum Ausweichen gedacht, weil ich kann den Spiegel jetzt nicht anschießen. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das macht doch keinen Sinn, weil der Spiegel zeigt ja nicht, ich kann ja nicht hier den Spiegel aufladen. Ich glaube, das geht nur, wenn er so steht. Ich glaube, das ist schon richtig so, wie ich das mache. Bam! Der große Lord Voldemort geht vor uns in die Knie. Ist er zwar eben schon öfters, aber gleich wird er endgültig vor uns in die Knie gehen. Dann haben wir ihn nämlich besiegt. Denn wir dürfen ihm den Stein nicht überlassen. Wer weiß, was er damit macht. Das geht nicht, nee. Das können wir nicht zulassen. Das können wir echt nicht zulassen. Wow, passt doch mal auf damit. Das ist gefährlich. Wohin gehst du so? Okay. Und... Nimm das! Ja, hast nicht mehr viel Leben. Nein, ich gebe ihn dir nicht. Nein! Geh weg! Ich verspreche dir, du wirst noch um Gnade winseln, bevor du stirbst. Nein! Jetzt reicht es mir, Viereck! Ah! Wir müssen uns wehren, um nicht zu sterben! Jetzt X. Ah! Ah! Was ein Kampf hier! Verbrenne! Verbrenne! Tja, langsam verbrennst du, das kennt man ja aus dem Film. Dass er verbrennt! Verbrenne! Zack! So, und da, jetzt werdet ihr es miterleben, wie der große Lord Voldemort in die Knie geht. Leb wohl! Ich würde sagen, das war's. Er ist besiegt. Ja, Leute, wir haben ihn bezwungen, den großen maskierten Mann, a.k.a. Lord Voldemort, a.k.a. der, dessen Name nicht genannt werden darf, a.k.a. Professor Quirrell, a.k.a. Tom Riddle. Und, ja, jetzt kommt nochmal das Buch. Also hören wir uns doch mal an, beziehungsweise sehen es uns an. Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagte er. Der Stein wurde zerstört. Aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte, denn auch er befürchtete dies. Wie auch immer, Harry. Vielleicht haben wir seine Rückkehr an die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. Der Stein wurde also vernichtet? Fragte Ron schließlich. Harry nickte. Er war froh, das Ding endlich los zu sein. Ron nahm eine brandneue Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern aus seiner Tasche und überreichte sie Harry. Du hast jetzt alle beisammen, Harry, sagte Ron. Harry war sprachlos. Ron erinnerte Harry an das Quidditch-Spiel, das an jenem Tag stattfinden sollte. Wie dem auch sei, sagte er, du solltest deine kostbare Zeit nicht damit verbringen, hier herumzusitzen. Wir müssen Slytherin besiegen. Ja. Okay. Hallo? Ah.
Harry, der immer noch ganz betäubt von Rons Geschenk war, nickte langsam. Es war noch gar nicht so lange her, dass er, du weißt schon wen, besiegt hatte. Und nun musste er dabei helfen, Slytherin zu besiegen. Sag mal, wieso dauert das so lange? Hä? Oh. Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin... Ach so, wir müssen jetzt noch Quidditch spielen. Ja, okay, gut. Slytherin. Das kennen wir ja schon. Alles okay. Jetzt haben wir noch die große Möglichkeit, Slytherin zu besiegen. Oh mein Gott. Wir haben doch noch das große Spiel gegen Slytherin. Oh mein Gott. Ja, das ist gut. Dann können wir endlich noch unseren großen Rivalen besiegen. Ein goldenes Glänzen. Ist das der Schnatz? Da ist er. Jetzt müssen wir ihn nur noch fangen und dann sind wir die Größten der ganzen Schule. Okay. Los, Harry Potter. Ja, gut. Ich denke, das wird nicht so das Problem sein. Ich meine, wir haben gerade Lord Voldemort bezwungen. Also da wird so ein Quidditch-Spiel ja wohl auch nur noch eine Kleinigkeit sein. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was ich bereits schon erlebt habe. Also ich denke, das wird kein Problem sein hier. Na, ah, oh nein. Oh doch, doch. Ich dachte gerade, ich verpasst das. Aber dann habe ich es doch noch gekriegt. Hehe. So. Natürlich gewinnen wir. Der denkt doch wohl nicht im Ernst, dass wir verlieren, oder? Nein. Oh nein, jetzt kommt wieder der andere. Da kommt der Sucher von Slytherin. Ja, das ist nicht Malfoy hier im Teil. Im ersten Teil ist Malfoy nämlich noch eine Niete. Und deswegen ist er auch nicht Sucher. Erst im zweiten Teil ist hier Malfoy der Sucher von Slytherin. Okay. Wow. Mann, der nervt aber auch. Der schubst und schubst und schubst. Geh weg. Ich krieg den nicht abgeschüttelt. Oh mein Gott. Geh weg. Jetzt verzieh dich endlich. Oh. Das ist gar nicht so leicht gegen Slytherin. Ah, gegen unsere großen Rivalen. Oh. Ein Duell auf hohem Niveau. Ah. Was? Ich bin noch hinten. Ach so, jetzt. Sagt er erstmal, Potter übernimmt die Führung, obwohl ich gerade Zweiter war? Oh nein. Okay. Gar nicht so einfach, diesen Schnatz zu folgen. Weil wir so schnell sind. Ah, nein. Okay. Jetzt müssen wir ihn noch gleich haben. Ja. Wo ist der? Wo ist der Schnatz? Nein! Ach, da. Wo ist... Ich sehe... Ah, jetzt folge ich ihm wieder. Ah, ja, ich hab... Oh, verdammt, ey. Wo ist denn der Schnatz jetzt? Ich bin so schnell, ich kann das gar nicht richtig sehen, wenn ich so nah an ihm dran bin. So, jetzt haben wir ihn doch gleich. Oh, endlich. Jetzt müssen wir nur noch fangen. Okay. Bam. Nein. Jawohl, da ist er. Der goldene Schnatz ist gefangen. Harry Potter entscheidet das Match. Slytherin ist besiegt. Gut gemacht, Harry. Yay. Wir sind die Größten. Wir sind einfach die Größten. Also Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, nochmal das Buch. Okay. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Oh, Mann. Die haben den Hauspokal gewonnen.
Komm schon, Buch. Buch. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen. Oh yeah, wir haben den Hauspokal gewonnen und Slytherin damit besiegt. Und Leute, ich würde sagen, ja, wir sind am Ende angelangt. Das war Harry Potter und der Stein der Weisen auf der PlayStation 1. Ein, wie ich finde, wirklich sehr, sehr, sehr gelungenes Spiel, was ich auch in meiner Kindheit früher sehr gerne gespielt habe und an das ich mich immer gut erinnern werde. Es war jetzt natürlich nicht das längste Projekt, allerdings glaube ich auch nicht, dass das irgendwas ausmacht, denn die Länge eines Spieles sagt nichts aus. Denn wenn die Story gut ist, und das fand ich war es, dann ist das Spiel gelungen. Ne? Natürlich sind die Charaktere jetzt... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist... Man sollte hier nicht alles so ernst nehmen, weil es auch teilweise echt witzig gemacht ist, finde ich. Und da kann man auch mal liebend gern drüber schmunzeln, das macht für mich nichts aus. Trotzdem ist es ein, wie ich schon gesagt, sehr gutes Spiel und... Ich kann es euch allen nur empfehlen, wenn ihr das auch mal spielen wollt, dann spielt es ruhig. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, damit habe ich eines meiner Lieblingsspiele durchgespielt. Freut mich natürlich. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt die Credits hier noch durchlaufen und verabschiede mich dann jetzt mal von euch. Vielen Dank, dass ihr euch diese Folge bzw. dieses Projekt angeschaut habt. Und seid gespannt, was ich als nächstes Let's Playen werde. Ich bin auf jeden Fall top motiviert und werde dann demnächst eben ein neues Let's Play hochladen. Was das wird, wie gesagt, lasst euch überraschen. Und ich bin dann jetzt mal raus und lasse nur noch die Credits zu Ende laufen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Projekten wieder. Also macht's gut, ciao. Wartet. Einen kleinen Moment noch. Und zwar muss ich hier nochmal einen kleinen Nachtrag bringen. Warum denn einen kleinen Nachtrag, fragt euch jetzt vielleicht. Ja, ganz einfach. Weil nach den Credits noch etwas kommt. Ja, danach ist es noch nicht vorbei. Und das habe ich vergessen zu erwähnen. Und deswegen mache ich das jetzt. Das heißt, wenn ihr alles von meinem Projekt sehen wollt, dann empfehle ich euch eben, die Credits zu überspringen, wenn ihr sie nicht ertragen könnt, was ich auch voll verstehen kann. Also, ja, das wollte ich nur gesagt haben. Also, ja, dann sehen wir uns entweder... Ja, in den nächsten Projekten oder nach den Credits, wie ihr wollt. Also bis dann.
Dann wollen wir mal sehen, wer in diesem Jahr den Hauspokal gewinnt. Oh, es geht sogar noch weiter. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wer den Hauspokal gewonnen hat. Da bin ich. Ja, das haben wir jetzt ja eigentlich schon gehört. Da gibt es ja eigentlich jetzt keine Zweifel mehr, dass wir den gewonnen haben. Gryffindor! Ja, das ist zu wenig. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehr als Slytherin und überholen sie. Das ist klar. Hufflepuff. Ja. 37 und wir haben jetzt Slytherin. Natürlich diese fetten 60 noch extra bekommen und dementsprechend müssen wir deutlich mehr haben als sie. Ja, und damit sind Gryffindor. Wir bestimmt hauchdünn vorne. Oh Gryffindor, yeah. Die meisten Woo! Genau, die Fans müssen uns zujubeln. Oh ja. Da sind zwar keine Leute drin, aber nur der Gedanke zählt. Ne? Okay. Ja, Memory Card überprüfen und... Oh, ja. Brauchen wir jetzt eigentlich nichts zu tun. Oh yeah. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Da haben wir sie, die legendäre Karte, die wir uns die ganze Zeit gewünscht haben, beziehungsweise die ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Das ist nämlich der Bonus dafür, dass wir die 100% erreicht haben. Ja, wir haben die 100% erreicht, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Aber wir hatten ja alle Bildkarten und dementsprechend hatten wir die 100% ja auch erreicht. Ja, jetzt haben wir sie alle. Und noch eine, die Karte, das ist der Bonus für 100%. Wenn man keine 100% spielen sollte... Ja, das ist Voldemort. Das ist sein Zeichen dafür, dass er noch nicht am Ende ist. Aber ich denke, das wissen wir alle. Ja, gut. Ich sag's nochmal für diejenigen, die sich jetzt hier, die noch bis zum Ende da geblieben sind. Für die, ja, sag ich jetzt nochmal danke, dass ihr es so, dass ihr euch dieses Video so weit angeguckt habt. Und, ja, vielen Dank, dass ihr euch das Projekt angeschaut habt. Seid gespannt auf meine nächsten Projekte. Und bis dahin macht's gut. Können wir jetzt eigentlich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas machen können. Nee, das ist unmöglich. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Also wir können jetzt hier nichts mehr machen. Das Spiel ist jetzt durch und... Ja, man könnte jetzt nur noch ein neues Spiel beginnen. Aber das machen wir ja nicht, denn wir haben ja 100% erreicht. Ich bin so glücklich. Also, Leute, macht's gut. Bis zu den nächsten Projekten. Ciao. Moment mal, ein kleiner Nachtrag noch. Ich habe gerade das Ende des Spiels noch einmal gespielt. Also ich habe Voldemort noch einmal besiegt. Um am Ende speichern zu können. Das habe ich ja vorhin nicht gemacht. Und dementsprechend konnte man auch nicht beim Speicherstand sehen, dass ich die 100% geschafft habe. Und ich will jetzt nicht, dass vielleicht irgendjemand mal in die Kommentare schreibt, hey, hast du überhaupt die 100%? Du hast bis jetzt nur darüber gesprochen, aber wo steht das denn? Wo ist dein Speicherstand mit den 100%? Und deswegen habe ich das nochmal gemacht, um es eben jetzt allen klar zu machen, dass ich wirklich die 100% gemacht habe. So, da seht ihr es, 100%. Und jetzt gehe ich nochmal drauf, um das wirklich nachweisen zu können, dass es die Szene ist, wo wir gerade aufgehört haben zu spielen. Gehen wir mal auf Spielen. Und dann seht ihr, dass es genau im Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist, bei dem Buch. Und da haben wir ja auch aufgehört. Ja, da kriegt man die Bildkarte. Harry Potter, der Junge, der überlebte. So ist es, genau. Und bei Harry Potter haben wir auch aufgehört. Also die Karte ist ja die Belohnung für die 100%. Das kriegt man echt nur, wenn man die 100% macht, sonst hätte man die nicht. Und jetzt ist es auf jeden Fall allen klar. Also, ja, ich habe wirklich die 100% geschafft. Könnt ihr mir ruhig glauben, ihr habt es ja jetzt auch gesehen. Ach, halt die Klappe, Voldemort, sei leise. Du bist besiegt, du hast hier gar nichts mehr zu melden. Sag mal. Ja. Aber, ihr habt es vielleicht gerade schon bemerkt, hier gibt es noch immer... Ich habe immer noch nicht alles gezeigt vom Spiel, denn wenn man hier auf Laden geht, habt ihr bestimmt gerade schon gesehen, oder? Ja, ich war ja auch schon... Hab das ja auch mal so ausgewählt gehabt, so. So runtergeswitcht. Hier, Quidditch-Spielen steht hier noch. Ja, das ist... Was ist Quidditch-Spielen hier? Kann man noch gegen die ganzen Rivalen spielen? Und ich denke, das werde ich auch nochmal machen in einem Extra-Part. Also es wird auch ein Part mehr geben von Harry Potter. Also freut euch schon mal drauf. Weil ich finde das irgendwie komisch, wenn man sagt, ja, ich habe 100% abgeschlossen, aber ich habe nicht alles gezeigt vom Spiel. Das passt irgendwie nicht. Für mich ist 100% wirklich alles vom Spiel zeigen. Alles Spielbare einmal gezeigt haben. Das werden wir dann auch nochmal machen in der nächsten Folge. Also gibt es deswegen noch einen Extra-Part. Also ist doch auch nicht schlecht, oder? Also Leute, jetzt aber wirklich, das ist das Ende der Folge jetzt wirklich... Und es gibt jetzt keinen Nachtrag mehr, es ist jetzt wirklich vorbei. Also, Leute, macht's gut und dann bis zum nächsten Part. Tschüss!